Meine sehr geehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zum Karnevalstalk, zur Karnevalsplauderei am Roten Fass. Heute eine Band bei uns, beziehungsweise zwei Personen einer Band bei uns, die man eigentlich nicht lange vorstellen muss. Die Räuber. Seit 1991 war die Gründung. Neben mir steht Kurt Feller. Ja, ich habe sie mit dem Karl-Heinz damals vor 27 Jahren gegründet. Und Andreas Schrader-Dorn. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, seit 2015 dabei, warum Schrader? Das hat ja so gar nichts mit dem Namen zu tun. Nein, hat es auch nicht. Das ist eine schöne, lange Geschichte. Und ich weiß ja nicht, ob die lieben Zuhörer und Zuschauer das hören möchten. Aber wir kriegen die Zeit um. Wir kriegen dies. Soll ich? Ich mache ganz kurz. Nein, es ist eigentlich der Nachname meines Opas. Und den Spitznamen trage ich tatsächlich, seit ich 17, 18 Jahre alt bin. So, soll ich noch tiefer reingehen in die Geschichte? Die dauert jetzt ungefähr 2 Minuten. Ja? Okay, es war damals in einer jugendlichen Gemeinde, saßen wir zusammen und haben Radio gehört und hörten damals, ich glaube es war seinerzeit sogar RTL, und saßen so auf dem elterlichen Sofa und dann liefen Grillrezepte auf RTL. Und dann war man, wir laufen da Grillrezepte, so Ochsenkoteletten mit Knoblauchscheibchen und irgendwie Koriander. Und da dachten wir, da müssen wir doch einfach auch mal anrufen, weil dann der Moderator auch sagte, bitte ruf doch einfach mal an. Und dann habe ich mich tatsächlich hingestellt, damals im Reihenhaus eines Kumpels, und habe mich an den damals noch grauen Knochen im Flur, die gab es früher immer, die waren immer, vielleicht der ein oder andere, du weißt das auch noch genau, man hat sich dann da hingestellt, konnte auch nicht gehen, wie heutzutage mit dem Handy, nein, man war gebunden an eine Stelle, hab dann da angerufen und bin auch tatsächlich direkt durchgekommen, war dann in der Warteschleife, da sagt dann eine Frau zu mir, regen Sie sich nicht auf, Sie sind jetzt dran, Sie kommen gleich auf Sendung. Und da mich der Andreas Dorn mit 17 sich noch nicht getraut hatte, als Andreas Dorn anzurufen, habe ich mich als mein Opa verkleidet, als August Schrader aus dem Sauerland. Und habe ich also als August Schrader aus dem Sauerland da angerufen und kam dann tatsächlich auch live auf den Sender und bin dann im Flur am grauen Knochen, habe ich dann ein Grillrezept von mir gegeben, und der Rest der Band war auch damals schon eine Band, saßen dann im Wohnzimmer und haben sich dann kaputt gelacht, weil ich habe an der Stelle eine Currywurst in Streifen geschnitten und die dann in Wasser gelegt, gegrillt und so, und war live eben auf dem Sender, und der Moderator bzw. eine Moderatorin kam aus dieser ganzen Geschichte gar nicht richtig raus, und es war jedenfalls ein Brüller. Wir haben das mitgeschnitten damals noch auf Ferrochrom-Kassetten, die dann in der Küche mit dem Stereo-Radio-Rekorder von Dual aufgezeichnet worden sind, und war dann eigentlich immer ein großes, hör mal hier, der Schrader, und da ist das eben entstanden. Und es ist so weit gegangen, und gleich ist die Viertelstunde auch rum, dass ich tatsächlich auch Schrader als Künstlernamen jetzt in meinen Personalausweis habe eintragen dürfen. Und ja, ich trage das mit, weil es natürlich auch an meinen Opa erinnert, der inzwischen verstorben ist oder so, aber ein ganz toller Mensch gewesen ist, finde ich das eigentlich noch total schön. So, das war das erste Geheimnis der Räuber, auf das wir lange gewartet haben. Ein zweites Geheimnis ist natürlich der Name selbst. Da muss ich jetzt das Gründungsmitglied fragen. Kurt Feller, seit 27 Jahren, damals zusammen mit Karl-Heinz Brandt die Band gegründet. Was sind die Räuber? Was war die Idee für die Räuber? Das hat jetzt, glaube ich, auch nichts Negatives, sondern das ist eher was Positives, oder? Also wir sehen es auf jeden Fall positiv. Wir haben also nie gedacht an den Räuber, der irgendwas klaut. Wir klauen keine Handtaschen, oder höchstens Räuber klauen Herzen. Also und das war eigentlich nur schon in die Höhen haben es gesungen. Ich bin ja nur Räuber, und da wird auch schon klar, es geht da eigentlich um das Spiel mit Herzen, mit der Fantasie und der, sagen wir mal, man sagt doch so, der Clevere und so, der Schelm und so ein bisschen. Ne? Ja, also wir sehen uns eigentlich da in der Richtung. Jetzt spielen Sie seit mehr als 25 Jahren, stehen Sie auf der Bühne, nicht nur an Karneval, sondern auch außerhalb von Konzerten. Wie darf man sich das so in der Saison vorstellen? Wie viele Konzerte sind das so in der heißen Phase von Januar, ich sag mal spätestens Anfang März? Wie sieht das da aus? Gut, wir nennen das nicht Konzerte, wir nennen es dann Karnevalsauftritte. Die sind ja begrenzt in der Zeit, so auf 25, maximal 30 Minuten. So ein Konzert ist dann so, sagen wir mal, 90 Minuten, 2 Stunden und auch mehr. So, und die machen wir im Jahr. Und im Karneval ist es natürlich klar, dass du hast deine 6, deine 8, gibt auch Tage, da hast du mal 10 Auftritte, weil es auch in der Abfolge passt. Und ja, das ist eben, von da ist natürlich die Hektik, von einem zum anderen zu finden, sich auf jedes Publikum einzustellen, sehr schnell zu reagieren, die Kräfte sie einzuteilen, dass du wirklich beim ersten und beim letzten auch noch singen und noch Lust und Laune hast. Das muss man natürlich auch verbreiten, denn dafür sind wir ja auch da. Ja. Von wann bis wann geht das so los? Fängt das dann schon mittags an?
Ja, es fängt eigentlich nachmittags an. Nachmittags sind so die Hausfrauensitzungen, dann gehen die Fahrsitzungen und auch viele Vereine, die also nachmittags machen. Und dann geht es eben in den großen Sälen abends weiter. Das geht also nahtlos ineinander über. Wird da auch immer dasselbe Programm gespielt oder passt sich das so ein bisschen an, je nach Publikum? Im Prinzip ist es immer das gleiche Programm, außer bei Herrensitzungen. Da macht man schon mal so die eine oder andere Nummer, die so ein bisschen bei Frauen gut geht, aber bei Männern eben nicht so. Und Männer brauchen einfach mehr die Power, mehr die Lieder, die sie kennen. Also mehr zum Mitgrölen, da muss man schon ein bisschen. Anzüglichkeiten. Haben wir sowas? Da haben wir doch gar nicht. Die Räuber halt. Welche Lieder sind denn jetzt so in den letzten Jahren? Ich meine, man blickt auf 25 Jahre zurück, da sind eine Menge Hits. Wir haben eben gehört, ungefähr 160 Lieder gibt es, die man mit den Räubern in Verbindung bringt. Da sind natürlich so Klassiker dabei, wie Wenn eine Trömmelsche jäht oder Solange die Butz noch hält. Was kam so in den letzten Jahren dazu und wie verhält sich das vor Ort? Müsst ihr da mehr ältere Lieder spielen oder haben auch neuere Lieder eine Chance bei so Karnevalssessionen? Ich sag mal so, der Mix macht es. Wir sind stolz auf das, was wir geschafft haben, jedes Jahr einen Hit zu haben, der immer dabei war in all den Jahren. Und deswegen kommen wir auch zu 160 mindestens veröffentlichten Songs, ohne die wir noch in Milovic oder mal sonst so bei kleinen Konzerten gespielt haben, die auch gar nicht aufgenommen wurden. Und diesen Liedern, das ist ein Vermächtnis, was wir vom Karl-Heinz auch weiterführen. Natürlich kann man da nicht stehen bleiben. Man muss neue Sachen machen, also die Heimat zum Beispiel für die Ewigkeit. Das sind so die aktuellen, die jetzt im Moment natürlich auch gerade knallen bis oben hin. Und wenn wir die jetzt nicht spielen würden, wären wir ja doof. Und das ist natürlich, die Zukunft wird in der Zukunft geschrieben, also mit neuen Sachen und nicht die Vergangenheit. Aber wir sind dem Alten treu und dem Neuen offen. Ja. Jetzt hat natürlich, wenn eine Trömmelsche jäht, noch eine andere Bedeutung. Da frage ich jetzt mal den FC-Fan Schrader. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so im Stadion als Fan sitzt und da kommt das eigene Lied, was man selber sozusagen immer intoniert und der erste FC Köln schießt ein Tor? Was ist das für ein Gefühl? Grandios. Ich kann es an dieser Stelle nur sagen, grandios. Egal, wo ich es erlebe. Ich erlebe es in der Sky-Kneipe um die Ecke. Ich erlebe es im Stadion. Wir durften ja jetzt auch zur Saisoneröffnung da im Stadion spielen. Und überall... selbst im Stadion selber, unten auf der ehemals Tartanbahn, jetzt also beim Hennes in der Ecke da in den Kötteln stehen, ist das echt eine tolle Sache und geht mir wirklich ans Herz. Und ich finde auch, dass diesen Geist, den tragen wir natürlich auch durch diese Session mit diesem Lied, was sich scheinbar gar nicht abzunutzen scheint, sondern eigentlich als Hymne für diese ganze Region, auch nicht nur für den 1. FC Köln, sondern auch für Köln. Das ganze Gefühl ist, wenn dieses Kölner Alarv kommt und dann die Fäuste in die Luft gehen, das ist... Also ist was ganz, ganz Besonderes und ich wüsste eigentlich nicht, dass es in Deutschland irgendwas Vergleichbares gäbe. Und da bin ich natürlich noch stolzer als FC-Fan und als Räubergitarrist, dass wir das Ding bei uns im Gepäck haben. Jetzt noch eine Frage zur Besetzung der Band. Die Band hat ja 5 Mitglieder und es gab da schon so ein paar Wechsel. Frage an das Gründungsmitglied. Wie verändert sich die Band so im Gefüge, vielleicht auch in der Musik, im Stil? Gibt es da sozusagen mit Schrader und dem anderen neuen seit 2015, gibt es da jetzt so eine neue Räuberband? Hat sich da was geändert? Wenn ja, was? Die Räuber haben sich immer geändert. Wir haben nie einen, früher hat der Karl-Heinz gesagt, wenn man uns fragt, was habt ihr für einen Stil, haben wir gesagt, wir haben keinen. Doch wir haben mittlerweile auch einen. Und wir mussten uns auch verändern. Wir waren immer, wir haben Märsche, wir haben Walzer gehabt, wir haben auch schon Rock'n'Rolls gemacht, wir haben jede Musikfacette eigentlich als Räuber schon bespielt. Und natürlich jetzt auch durch die jungen Bands hat sich der Karneval verändert und auch wir haben uns verändert. Deswegen ist uns auch ein Mann wie der Schrader sehr wichtig, der eine hervorragende Gitarre spielt. Vielen Dank. Auch ein unglaublich lustiger Mensch ist, wie er schon ein bisschen mitgekriegt hat. Also wir haben auch viel Spaß miteinander und wir sind ja auch eine Band, die Spaß verbreiten soll. Und das ist ein Teil dazu mit dem Gappy, der ja auch noch relativ neu dazu ist, ich finde einen sehr smarten, auch guten Sänger und Bassist und Gitarrist auch dazu haben. Und natürlich, man ist im Wandel der Zeit und wir haben ja jetzt auch gerade mit Heimat und Ewigkeit gezeigt. Wir haben nicht die Rockschiene bedient, wie jetzt die anderen jungen Bands machen, sondern wir haben so ein bisschen mehr die Pop-Schiene so für uns entdeckt. Denn es ist auch immer wichtig, wenn man so all die Jahre arbeitet, wie wir auch immer an der Front waren, dass man dann auch kreativ was Neues macht und nicht jetzt auf Züge aufspringt, die schon längst besetzt sind. Mhm. Und das wollen wir auch in Zukunft weiter so machen. Ja.
Stichwort Kreativität. Bei der Pressekonferenz zum 11.11. hat es ja die Organisatoren so ein bisschen ausgedrückt. Das ist ja eigentlich immer so ein Rennen nach dem nächsten Hit. Wie machen das die Räuber? Was ist so der kreative Prozess? Muss man da vielleicht auch mal gemeinsam in Urlaub fahren? Macht man gemeinsame Kegeltour oder nimmt man Abstand voneinander? Was ist so, wie machen das die Räuber? Also wir haben natürlich auch Auszeiten. Ich meine, nach ganz intensiven Zeiten wie so einer Session gibt es dann auch natürlich erstmal ein bisschen Urlaub. Man muss erstmal zu sich selber finden, weil das laugt schon aus. Aber letztendlich sind alle fleißig und schreiben irgendwelche Songs, machen Ideen und so. Man trifft sich zusammen und probiert das aus. Und wir haben zum Beispiel am Jahresanfang immer, wir spielen eine Woche lang in der Volksbühne am Rudolfsplatz, dem ehemaligen Milovic, und haben da in der Regel schon die ein oder andere Idee, die wir schon mal auschecken, und haben dann letztendlich bis zum 11.11. Zeit zu gucken, na, was steht uns am besten, wo bewegen wir uns hin? Ein sehr spannender Prozess, der ja jedes Jahr neu ist und das Ganze sehr lebendig macht. Also, und da heißt es natürlich auch, wer rastet, der rostet. Also da ist man immer im Tun. Also auch spannend. Auf was dürfen sich die Fans freuen? Am 9.11. geht es ja schon los mit dem 11.11. im 11. Das fängt ja dieses Jahr schon ein bisschen früher an. Haben wir einen Hit von den Räubern zu erwarten? Ich denke schon. Wir sind ja jetzt schon, wie er schon sagte, seit Sommer dran. Wir haben jetzt gerade auch im Studio aktuell das neue Lied aufgenommen. Wie heißt es jetzt? Home is where the dome is, bleibt immer am meisten hängen. Aber immer, wenn ich an Heimat denke, ich weiß jetzt nicht, ob der Text jetzt, der Titel jetzt genauso lange sein wird. Also das haben wir jetzt aufgenommen und wir sind eigentlich jetzt damit schon die ganze Zeit am Touren und die Leute fragen schon lange nach diesem Titel und wir können ihn jetzt Gott sei Dank auf Karneval der Stars dann auch präsentieren und natürlich auch zum Download wird er geben. Jetzt schaut man, wenn man auf die Räuber schaut und bei Wikipedia nachschaut, dann findet man ja auch, dass die Räuber nicht nur in Köln unterwegs sind, sondern die Räuber machen auch Konzerte im Benelux, waren schon dreimal in Namibia. Erstmal zum Stichwort Benelux. Wie laufen die Konzerte da ab? Muss man da verstehen die Kölsch oder muss man da Hochdeutsch reden? Oder ist das, ne? Ich bin ja auch noch nicht so lange dabei, hier der Gründervater neben mir, und war auch überrascht, als ich das erste Mal diesen Tourplan gesehen habe und da fand ich, Belgien, Luxemburg, Holland. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Mein erster Gig zum Beispiel bei den Räubern war tatsächlich zum Testen in Luxemburg. Da dachte ich, die haben sich vertan. Nein, es ist so. Und es ist wirklich erstaunlich, dass das geht. Aber die Grenze gerade zu Deutschland ist da in den ersten, ich sag mal, 50, 100 Kilometern, ist sehr kölsch-affin. Und das funktioniert wunderbar. Die Leute verstehen das da also auch. Also man ist erstaunt. Bei Namibia bin ich jetzt natürlich überfragt. Da muss der Kurti was zu sagen. Ja, aber so kommt manchmal das Kind zum Vater. Nee, wir hatten an der Theke gestanden im Gürzenich. Auf einmal kam einer, sprach ganz normalen rheinischen Dialekt, kam auch in Ornat, wie man es auch bei uns kennt, in Rot-Schwarz und ja, drehte die auch außerhalb des Karnevals auf. Ja, wir machen ja beruflich, also klar. So, auch im Ausland haben wir gedacht, wieder an Holland und Belgien, weil das ist ja sehr naheliegend. Ja, in Namibia. Oder kann heißen, jojo. Also, es gibt so viele Leute, die sagen irgendwie was und da weißt du, das ist ein Spinner. Ne? Und dann kann einer sagen, ich habe erstmal nächsten Tag nachgeguckt, wo ist er dann? Da hat er gesehen, auch gut, Afrika. Aber dann tatsächlich kam dann wirklich ein Anruf und haben uns eingeladen und da hat sich sogar eine riesen Freundschaft draus entwickelt. Das war in Windhoek in Namibia und da gibt es einen Sportclub, das SKW Sportclub, also Windhoeker Karneval, so, und die feiern richtig Karneval, aber nicht zu unserer Karnevalszeit, sondern etwas später. Also so, dass wir nach Karneval da unseren Urlaub verbracht haben. Die machen auch einen richtigen großen Montagszug und die schmeißen dann eben Würstchen statt Kamellen. Es ist verrückt. Es ist dann eine schöne Zeit, die dann verbunden wurde. Also eine Woche machen die Karneval mit Sitzungen und Umzug und dann haben wir zwei Wochen dann mit den Safari mit privat geführt gemacht. Also muss man sagen, war schon toll. Wir waren nicht nur in Namibia, wir waren schon zweimal in New York, in Pennsylvania waren wir eingeladen, wir haben zweimal schon mittlerweile gespielt Ich war nicht damit. Ja, wie heißt es noch? Stolpenparade? Ja, nee, da waren wir einmal dabei, klar. Da haben wir dann im Central Park sogar noch ein Konzert gemacht. Überall waren, ne? Ja, genau. So in der Deutschen Botschaft haben wir zweimal gespielt. Also das war also auch ein Highlight. Das war unwahrscheinlich persönlich. Alleine schon unten war so ein irre Security-Wachmann. Und das war so ein richtig Urer-Kölscher, wie der uns gesehen hat, hat er geheult. Uns liefen so die Tränen auch mit runter, weil der sagte, boah, dass ich das noch erleben kann. Ihr hier, in meinem Hause. Das war ein wunderschönes Erlebnis, ja.
Ja, jetzt vielleicht nochmal zum Stichwort Karneval. Wenn man das jetzt seit 27 Jahren mitverfolgt, wie sich der Karneval entwickelt hat, da sind ja einige Sachen zum Positiven geworden. Ich denke mal, die Professionalisierung, dass es mehr Bands gibt. Es gibt aber auch bestimmt ein paar negative Dinge. Wie würden Sie die Entwicklung des kölschen Karnevals beurteilen in dieser Zeit, wo Sie das aktiv mitgemacht haben? Ich denke, das gab es immer. Wenn ich denke, wie die Föß auf die Bühne gekommen sind, da waren meine Großeltern, ja, jetzt gehen schon die Beatles auf die Bühne. Also die fanden es nicht gut. Ja, und wir waren, das war genau die Musik unserer Zeit, wo wir gesagt haben, ja, und wir bezeichnen das als Mutter aller Bands, ja. So, weil es die ersten, die also mit Gitarren und mit Verzerrten, mit Verstärkern und so auf die Bühne gingen, da waren noch so Eilemann-Trio, es gab noch so andere, eben noch, die ganz andere traditionelle Musik machten. So, und das waren die Revoluzzer in der Zeit. Und jetzt, ich hätte nie gedacht, dass also diese Rock-Szene so stark hätte werden können. Ich dachte, gut, es gab mal so eine Brings, die haben ja auch damit angefangen, aber das ist so, hätte ich gedacht, da gibt es jetzt eine Band, das reicht. Nein, es gibt mittlerweile viel mehr Rock und es geht durch alle Genres. Und das ist auch gut so, dass der Karneval sich erneuert. Denn die Zeit ändert sich, die Mode ändert sich, die Musik, der Geschmack ändert sich. Wenn das bleiben würde, ich glaube, dann wäre es der Tod des Karnevals. Und das ist gut, er erneuert sich und gerade auch die jungen Bands ziehen auch junge Leute und das will man ja auch haben, dass die in die Sitzungen kommen, denn mittlerweile sind viele Sitzungen auch vom Publikum überaltert, so, und auch die müssen alle was tun. Also selbst auch wir, die alten Bands sagen, wir verjüngen uns also mit dem, dass wir also auch sehen, dass der Frontmann auch nicht zu alt ist und dass wir sagen, wir auch mit unserer Lieder werden wir dynamischer und das ist auch ein Werdensgang, der bei den Räubern nicht ausbleibt, ne? Also moderner werden zu. Also sozusagen Generationenwechsel quasi in der Band im laufenden Geschäft. Ja, ja, sozusagen, so muss man, es ist ja eine Unternehmung und man hat ja dieses, wir haben ja vorhin schon dieses Gedankengut, diese über 160 veröffentlichten Songs gesehen und wenn man das jetzt einfach mal übertragen würde auf ein Wirtschaftsunternehmen, es wird ja tatsächlich viel Geld generiert auch in diesen Sachen, ist es ja auch so, dass sich sowas entwickelt und das ist ja dann auch letztendlich für jemanden, der dann irgendwann aus seiner Firma, ich sag mal jetzt so Charlie, der ja auch viele Songs geschrieben hat, aussteigt, ist es natürlich auch schön, wenn sein Unternehmen, sei es jetzt irgendwie die Glaserei oder die weiß ich was, Tiefbaufirma oder eben seine Musikfirma, auch dann noch weiter existiert. Und so ist das ja, man kann das ja in Köln auch an allen großen Bands sehen. Es ist natürlich so, die haben ihre tolle lange Zeit gehabt und jetzt ist es auch in der Zeit. Was passiert denn jetzt mit dem? Jetzt ist der Kurt natürlich noch so ein junger Knackiger und kann einfach noch ein bisschen weiter durchziehen, aber der Charlie hat für sich entschieden, für mich ist das jetzt auch zu Ende und jetzt ist das schön, wenn mein Erbe übergeben wird. So ähnlich ist das ja bei den Höhnern ist das auch schon passiert, bei den Föß ist es auch am Start und genau dieser Prozess findet jetzt gerade statt und man wird sehen, ob die Bands dann so gut sich aufgestellt haben, dass der Geist des Gründervaters dann weiter existieren kann und sie dann weiter erfolgreich sein können. Aber ich finde das von allen Seiten auch nur durchaus verständlich und ich empfinde das als Ehre, dass ich also als Gedankengutträger der Generation 2 da zugerufen wurde. Dazu direkt noch eine Frage. War das eigentlich immer Ihr Wunschtraum, bei den Räubern mitzumachen? Gab es da schon vorher Verbindungen oder wie kam das 2015 zustande? Also da ist, dass ich nachts aufgewacht bin und habe gesagt, oh, jetzt muss unbedingt ein Räuber werden. Das hätte ich so nicht gedacht. Nein, ich habe ja in meiner Historie schon auch in vielen anderen Bands gespielt. Auch die längste Phase war sicher mit Gildo Horn, mit dem ich 17 Jahre gespielt habe, unter anderem auch beim Grand Prix war. Und in dieser Phase habe ich letztendlich die Räuber bei einem Kreuzfahrturlaub, hätte ich fast gesagt, das war natürlich auch Arbeit. Der Musiker hat schon ein schweres Leben, ja. Nee, es gibt so für so Musiker so Kreuzfahrten, dann ist man eine Woche dabei und dann spielt man ein, zwei Mal auf dem Schiff und den Rest hat man dann frei. So, und in dieser Phase war ich tatsächlich mit Gildo Horn da und die Räuber waren auch da und das war vor, 10 Jahren oder so, so hat man sich schon mal angenähert und hat mal das ein oder andere Glas Limonade ohne Zucker miteinander getrunken oder so. Aber so war der Kontakt schon mal da. Und klar, und dann ergibt sich so das ein oder andere, wenn zum Beispiel der Gitarristin aussteigt oder nicht mehr dabei ist, da bin ich dann auch angesprochen worden. Und das passte bei mir gerade, weil ich Gildo Horn-Sache lief gar nicht mehr. Ich habe danach mit 3-4 Jahren mit Purple Schulz gearbeitet im Duo und passte einfach. Richtiger Zeitpunkt, richtige Band und toll und ich freue mich.
war eigentlich nur eingesprungen mal für einen Tag, wollte ja, nur mit mir. Genau. Aber wir hatten so viel Spaß miteinander und das hat auch einfach gepasst, wo wir uns das einfach gewünscht haben und haben gesagt, immer, hast du da nicht Lust? Hat er erstmal drüber nachgedacht. Ja, hat sich für uns entschieden, fand ich schon toll. Hm. Ja, also super, ich bereue gar nichts. Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man als Band im Kölschen Karneval sozusagen jeden Tag seine Auftritte hat, 8 bis 10 oder 6 bis 8 pro Tag, das ist ja schon ganz schön anstrengend. Kommt man eigentlich noch dazu, selber Karneval zu feiern? Wenn ja, wie macht man das? Eigentlich nicht. Ich kann das nur von mir sagen. Also ich bin dann eigentlich Rosenmontag so platt, dann haben wir meistens immer noch mal irgendwie doch noch mal ein Fernsehgig und dann bin ich froh und lege mich auf die Couch und schaue mir tatsächlich die Sitzung zu Hause an. Also ich schaff's nicht mehr. Du? Also ich hab auch immer begeistert Karneval gefeiert, aber es ist tatsächlich so, dass mich auch die Session, in der ich mich wirklich komplett körperlich hineingebe, wo ich alles gebe, dass die mich so dass sie mich so mitnimmt, dass es tatsächlich nicht, dass ich nicht in der Lage bin, selber nochmal rauszugehen und zu sagen, so, jetzt machen wir selber Karneval. Also vielleicht kriege ich das irgendwie noch gehaushaltet, dass man in weiteren Sessionen dann irgendwie nochmal so ein bisschen Akku hat, dass man noch den letzten Tag schafft. Aber aktuell, die 3 oder 4 Sessionen, die ich erlebt habe, war ich froh, dass ich dann einfach nur den Stecker in die Steckdose habe stecken können. Sehr schön. Jetzt kommt ja die neue Session auf uns zu. Am 9.11., wie gesagt, geht's los mit dem 11.11. Auf was dürfen wir uns denn freuen in der nächsten Karnevalssession? Was werden die Räuber machen? Ja, wir haben natürlich eine ganz tolle, wir haben eine Nummer im Gepäck, mit der wir auch wieder losziehen und werden auch das bewährte Konzept, der Tradition verbunden, dem Neuen aufgeschlossen, in unserer räubereigenen, auch bewegten und unterhaltsamen, also Party im Partycharakter tatsächlich und im Mitsingen-Modus. Die neue Nummer ist nämlich auch wieder sehr stark mit einem Mitsing-Teil ausgelegt, sogar mit einem etwas neuen in einer fremden Sprache, nämlich in Englisch sogar. Ja, aber dann doch trotzdem Köln bezogen und dort ist ja ist eine schöne Sache. Also wir machen ein buntes Unterhaltungsprogramm und ich finde, ja, wir sind super aufgestellt. Ja, und die Ewigkeit darf natürlich nicht fehlen. Ja, natürlich. Wunderbar. Dann noch eine letzte Frage. Vor ein paar Tagen haben wir sozusagen gehört, dass der Leadsänger, der Hauptsänger aufhört. Wie geht es danach weiter und wie sieht das in der Saison aus? Ja, wir werden mit einem weiteren neuen Mann arbeiten und wir sind gerade in den letzten Verhandlungen und ich gehe mal schwer davon aus, dass wir wie immer die Leute überraschen können und wir ein gutes Produkt haben. Wunderbar. Die gute Nachricht ist natürlich, die aktuelle Karnevalssession wird noch mit Torben Klein, mit eurem Hauptsänger über die Bühne gehen. Am 31.03. hört er auf, im gegenseitigen Einvernehmen. Ja, dann bleibt mir nur, euch für die kommende Session alles Gute zu wünschen. Vor allen Dingen Gesundheit. Haltet durch. Es wird ja eine etwas längere Session, die bis Anfang März dauert.